Schwestern und Brüder, der Palmsonntag ist von dramatischen Gegensätzen geprägt. In festlicher Freude haben wir Jesus begleitet beim Einzug in Jerusalem. Wir haben gehört, wie ihm zugerufen wurde: Hosanna, dem kommenden König, dem Hosanna, dem Sohne Davids. Und dann haben wir die Leidensgeschichte nach dem Markus-Evangelium gehört, die jetzt wie eine Überschrift über der Karwoche steht, die wir nun beginnen. Wenn wir das jedes Jahr wieder neu hören, diese Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu, dann fragen wir uns vielleicht: Ist diese Geschichte dieses einen Menschen nicht irgendwie längst untergegangen in den vielen Leidensgeschichten der Menschen seitdem, in den vielen Millionen Leidensgeschichten von Menschen, die unschuldig gelitten haben, die getötet worden sind, über die die Geschichte hinweggegangen ist? Ja, er ist einer von denen. Er ist einer von den vielen Leidenden, einer von diesen Abermillionen Leidenden. Aber wir entdecken in seinem Schicksal auch etwas, was uns alle angeht, was für uns alle Bedeutung hat, was unserem Leiden, unserem Menschsein einen neuen Sinn, eine neue Bedeutung geben kann. Wir entdecken in seiner Geschichte das, wo wir Teil werden können dieser großen Geschichte, wo wir mit dabei sein können. Wir entdecken, dass seine Geschichte der Kreuzungspunkt ist in der großen Geschichte Gottes mit den Menschen. Ich möchte Sie hier nur auf zwei Dinge hinweisen, die wir gerade gehört haben in der Leidensgeschichte nach dem Markus-Evangelium. Unmittelbar nachdem vom Tod Jesu die Rede war, nachdem in einer ganz nüchternen Weise gesagt wurde, er schrie mit lauter Stimme und hauchte dann den Geist aus. Unmittelbar danach heißt es, dass der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Teile, von oben bis unten. Eine merkwürdige Aussage. Dieses Wort vom Zerreißen, das war im Markus-Evangelium schon einmal vorgekommen, ganz am Anfang des Evangeliums, wo von der Taufe Jesu die Rede war. Da hatte es geheißen, dass Jesus, als er von Johannes im Jordan getauft wurde, dass er sah, wie der Himmel aufriss und Gottes Stimme zu ihm sprach: Das ist mein geliebter Sohn. Dieses Wort vom Zerreißen, für den Evangelisten Markus ist es also ein Wort, das davon spricht, dass die Grenzen zwischen Gott und den Menschen aufgerissen werden, zunichte gemacht werden. Der Vorhang im Tempel in Jerusalem stand ja dafür, dass es da einen abgetrennten Bereich gab, ein Allerheiligstes, wo niemand hinein durfte, wo allenfalls der hohe Priester einmal im Jahr am Versöhnungstag hinein durfte, um ein Gebet zu sprechen, ein Opfer darzubringen. Ein Symbol also für die Trennung zwischen Gott und den Menschen, für die Ferne Gottes von den Menschen. Dieser Vorhang zerreißt im Tode Jesu, so wie bei seiner Taufe der Himmel aufreißt. Das heißt für uns die Botschaft: Wenn wir bei Jesus sind, wenn wir an ihm festhalten, an ihm, dem Leidenden und Gekreuzigten, dann ist Gott eben nicht mehr getrennt und fern von uns, sondern dann sind alle Grenzen, die uns von Gott getrennt haben, zerrissen, aufgerissen. Und auch die Grenzen zwischen uns Menschen können dann keine Rolle mehr spielen.
Das sehen wir gleich in der nächsten Szene, wenn ein römischer Hauptmann, einer, der da mit beteiligt war bei der Mannschaft, die da Verbrecher gekreuzigt hat, wenn er nach dem Tod Jesu sagt, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Was für eine unwahrscheinliche Aussage, dass einer, der gar nichts zu tun hat mit Jesus, einer, der ihn einfach nur sterben sieht, zu dieser Aussage kommt, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Auch hier sehen wir, wie Menschen nun zueinander kommen, wie Menschen zueinander finden, die vorher alles voneinander getrennt hatte, die vorher nichts miteinander zu tun hatten. So wird es Paulus dann seiner Gemeinde zurufen, dass es in Jesus Christus nicht mehr Juden und Nichtjuden, nicht mehr Heiden und Juden, nicht mehr Sklaven und Freie, nicht mehr Männer und Frauen gibt, sondern dass da alle zusammenkommen können, alle eins werden in Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir nun auf Ostern zugehen, wenn wir wieder bewusst die Karwoche feiern und die drei österlichen Tage begehen, an Gründonnerstag, an Karfreitag, am Ostertag, dann möchte ich Ihnen von Herzen wünschen, dass auch für Sie ganz persönlich alles zerreißen kann, was Sie trennt von Gott und von den Menschen, dass auch für Sie der Himmel aufreißen kann, dass auch für Sie Gott nicht fern bleibt, dass Sie sich nicht getrennt von ihm fühlen müssen, egal wie es in Ihrem Leben aussieht, egal was Sie belastet und bedrückt, egal wie fremd Sie sich vielleicht manchmal ihm oder anderen Menschen fühlen. Sie dürfen in Jesus Christus eine ganz überwältigende Nähe zu Gott spüren. Sie dürfen ihn, die Mitte, den Sinn unseres Lebens, sich ganz nahe fühlen. Und sie dürfen damit wieder in eine große, wunderbare Gemeinschaft der Kinder Gottes eintreten. Ja, finden wir bei Jesus, dem Gekreuzigten, unseren offenen Himmel. Amen.